Okay, Video läuft. Gerhard, du bist gekommen, wann war denn das? Vor einem Dreivierteljahr oder vor einem halben Jahr? Ein Dreivierteljahr, ja. Vorher war es, glaube Ja. Wen? ich. Diagnose Parkinson von der Neurologin, beziehungsweise in der Landesnervenklinik festgestellt worden. Auf wohin? Bei der Hand? Und halt allgemeine Müdigkeit und Unwohlsein und Demotivation. Ja, ich muss mal sagen, es geht da jetzt wirklich wesentlich besser. Du hast ja damals eigentlich gar nicht richtig gehen können. Ja, Es sehr war mühsam. Es war, mühsam gehen der können. Alltag war extrem mühsam. Ich habe mich so alles überwinden müssen. Naja, du bist Programmierer und das war ja ganz schwierig mit den Händen und so. Ja, die Bewegung, die linke Hand war relativ taub und zittrig. Genau. Und wir haben Und dann festgestellt, sozusagen, ich möchte es nur konzentrieren, weil wir haben dann einfach festgestellt, mit dem DNPS-Ausscheidungstest, dass quasi Kobalt 105 war und sein soll jetzt unter 1, also eine über 100-fache Erhöhung, und Silber, ebenfalls ein neurotoxisches ja. Element, um den Faktor 12 erhöht war. Quecksilber war nicht so viel Hecher, aber es war hauptsächlich Kobalt und Silber. Wo immer das herkommen ist, ja. Genau, und Aluminium war ebenfalls doppelt so hoch, wobei das im DNPS-Ausscheidungstest gar nicht so großartig aussieht. Wir haben die dann ausgeleitet mit DNPS. Wir geben da jetzt auch so eine DNPS-Infusion, jetzt wenn du uns da bist, kriegst du das automatisch. Und haben da Alginat gegeben zum Ausleiten und haben homöopathisch auch einiges gemacht. Und eigentlich muss man sagen, jetzt in dem halben Jahr hast du eigentlich einen ziemlichen Fortschritt gemacht. Rechts ist die Hand völlig frei, also überhaupt kein Zahnradphänomen. Links haben wir noch ganz ein leichtes Zahnradphänomen, und das war jetzt interessant, wenn du mit der linken Hand jetzt einfach diesen Finger-Nase-Versuch zeigst, mit geschlossenen Augen. Ja, das möglichst schnell. Ja, dass man einfach sieht, sozusagen, wie die Spontanbewegung ist. Du kannst sozusagen die Hand schnell hin und her rotieren. Geht das also? Und das sind lauter Sachen, die ein Parkinsoner Naja, im Grunde genommen eigentlich nicht es mehr wird dann ein machen bisschen kann. langsamer. Also Ja. es geht etwas schneller und dann. Aber am Anfang mit diesem Fingertest habe ich am Anfang, also habe ich es ein, zweimal machen können, dann haben die Finger blockiert. Ja, zeig her. Mach's jetzt mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kannst du arbeiten? Ja. Am Computer und so. Meine linke Hand ist immer noch ein bisschen die schwache Seite. Ich vertippe mich relativ oft auf der Tastatur, weil ich mit der rechten Hand schneller schreibe und vom Kopf her dann glaube ich, habe den Buchstaben Ja, schon geschrieben. ja, ja, Also die linke Seite ist noch ein bisschen. Also das ist ja. Ja, noch das merkt man. Aber es nachteilig. wird jetzt mal besser, kann man sagen. Und definitiv muss man sagen, bis auf ein bisschen einen mangelnden Lidschluss ist die Mimik eigentlich ja schon sehr. Einiges besser. Um einiges besser. Also dieses Maskengesicht, das war ja eigentlich ganz gut. Also hoffen wir mal, wenn das so weitergeht, dass du in einem halben Jahr, in einem Jahr eigentlich wieder ganz okay bist. Okay? Genau. Geheilter Parkinson. Also, tschüss. Tschüss.